Komm schon. Da geht's weiter. Ein Templerspeer. Und dort noch einer. Sieh zu. Assassinen! Hilfe! Den hat er extra für uns gerufen. Einmal anvisieren und... Tada! Oh, da vorne ist eine Bank. Wir müssen uns nun trennen. Ich gehe zum Bazar, ihr bleibt hier. Seht ihr diesen Turm? Sie, die Galata-Feste? Evette, ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, doch dank euch muss ich das nicht. Heide das Gelände. Ja, ich heide das Gelände. Einmal kurz das Datenfragment sammeln und dann zur Galata-Feste. Da hinten. Okay. Den da will ich haben. Einmal hoch. Raufspringen. Oh, hier ist keiner. Und tschüss. Ob du mir jetzt verbietest, hier oben zu sein oder Pfiffi macht eine Wurst, ehrlich. So, dann wollen wir dich mal looten. Sehr schön. Zwei Kugeln, einmal Salpeter. Sind diese Fahnen auch noch wichtig? Nein, aber wir können an ihnen hochklettern. Der da ist wichtig. Warum? Moin. Gune Büyük, Sheriff Usta. Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen. Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorhut zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden. Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's. Okay, in der Defensive. Die Templer bereiten einen Angriff auf die Galata-Feste der Assassinen vor. Führen Sie Ihre Assassinenbrüder bei der Verteidigung an. Aha. Übrigens kam mir seine Stimme bekannt vor. Ist das nicht der junge Mann vom Schiff? Na, ich bin gespannt. Was? Grundlegende Steuerung. Verteidigen Sie die Feste gegen den Angriff der Templer. Gesperrte Dächer. Okay. Postieren Sie einen Anführer, indem Sie den Zeiger über ein gesperrtes Dach bewegen. Und A drücken. Ach so, okay. Wir sollen das hier verteidigen. Das heißt, wir setzen hier einen hin. Platziert euch dort. Da einen. Platziert euch dort. Möglicherweise. Nee, mehr nicht. Gut. Und jetzt? Einheit zu postieren. Drücken Sie RB, um das Einheitenrad zu öffnen. Wählen Sie dann den Armbrustschützen. Okay. Wartet dort. Ja. Sichert diese Stellung. Ihr wartet dort. Ihr müsst diese Stellung halten. Genau. Verteidigt das Gebiet. Da auch. Und denn? Einen können wir hier noch postieren. Platziert euch dort. Da kommt noch einer hoch. Ja, wir stellen hier auch noch einen ab. Nee, wir haben es schon geschafft. Wow, wir können sogar Barrikaden auf der Straße errichten. Und gar keine Moral dafür. Können wir denn noch einen hinsetzen? Langsam wird der Platz knapp.
Ja, geh da noch hin. Nee, kannst du nicht. Barrikaden auf der Straße errichten, um den Vormarsch der Templer aufzuhalten. Aber wo? Doch nur da hinten. Das kostet aber bestimmt mehr Moral. Ach da, okay, okay. Ja, stell die mal da auf. Das ist gut. Auch gerne hier noch eine. Gott, jetzt sollen sie kommen. Ne, da hinten war doof. Haben wir noch irgendwas? Assassinenanführer? Nee. Assassinenarmbrustschützen? Will ich da noch hinhaben. Verteidig das Gebiet. Okay. Sehr schön, das müssten genug sein. Oh, ich kann auch schießen. Das ist auch sehr geil. Gut. Ah, wir kriegen sogar Geld dafür. Moral plus 10. Und dann können wir neue Leute postieren. Genial. Oh, deren Moral ist gesunken. Auch nicht schlecht. Irgendwas muss ich noch freischalten. Ein weiteres Dach. Platziert euch dort. Ah, und immer nur dort, wo die Dächer freigeschaltet sind, können wir dann auch Leute platzieren. Assassinen-Gewehrschütze. Die werden hier. Wartet dort. Und ja, auch da postiert. Platziert euch dort. Oh, sehr geil. Das ist ja richtige Kriegsführung hier. Hammer. Ja, Bogenschützen. Gerne noch einen hier. Verteidigt das für mich. Und da setzen wir auch nochmal einen hin. Platziert euch dort. Gut. Jetzt können wir uns auch weiter um den Krieg kümmern. So, kommt schön her. Oh, alle einsammeln. Wir können die jetzt noch nachträglich holen. Och, die vernichten die ja schon, bevor ich die looten kann. Whoops. Ja, alles gut soweit. Wir müssen noch mehr bauen. Einmal eine Barrikade möchte ich eine neue haben. Und ich will neue Bogenschützen da noch hinsetzen. Und hier. Und das müsste mit der Moral ausreichen. So, was brauchen wir sonst noch? Nüscht. Jetzt schießen wir alleine weiter. Wow, was geht da ab? Ah, oh, sehr schön. Und mit jedem toten Templer kriegen wir auch noch mehr Moral. Alles unser. Sollen ruhig versuchen, nochmal wieder zu kommen. So, gleich wieder neue setzen. Erstmal eine neue Sperre. Kommt hier noch hin. Dann Bogenschützen zur Sicherheit dahin. Sowie einen Anführer hier, dass wir das Dach auch noch freischalten. Neue Bogenschützen. Und wir brauchen noch einen Kanonenschützen auf dieser Seite. Platziert euch dort. Machen wir mal ein paar mehr hier hin und dahin. So, das muss reichen. Und jetzt geht's ganz normal weiter. Ja, okay, alles gut. Was, die hauen wieder ab? Was soll das denn? Na, hat nicht ganz geklappt mit eurem Angriff, wa? Jede Menge Kohle. Sehr geil. Also die kommen wohl erstmal nicht durch. So, die letzten kommen jetzt. Wir können noch ein paar Assassinen setzen. Hoffe ich. Denke ich. Ja. Platziert euch dort.
Platziert euch dort. Oh mein Gott. Der Großangriff. Sie wollen durchbrechen. So, jetzt muss ich mitschießen. Gut, dass wir so viele Assassinen reingesetzt haben. Jetzt brauche ich aber hier hinten noch mehr. Verteidigt das für mich. Platziert euch dort. Verteidigt das Gebiet. Okay. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Beeilt euch bloß. Kommt ziemlich schnell voran hier. Ich brauche noch einmal eine Mauer. Geht nicht. Jetzt muss das Ding fallen. Oh, komm bitte. Ich brauche noch mehr Leute hier drüben. Oh, es hat geklappt. Das gibt's ja nicht. Genial. Eiserner Vorhang. 85% haben wir geschafft. Ein Uplay-Erfolg. Sehr, sehr geil. Verteidigung der Feste beendet. Belohnung. Geld 100, EP für Rekruten 800 und so weiter und so fort. Klebriger Harzbeutel, britisches Pulver. Nice. Neue Einheit, Luftattentäter. Oh Gott, bis ich damit irgendwie klarkomme. Wir werden garantiert noch einmal Krieg spielen müssen. Aber das war schon echt spannend und lustig. Und auch für Einsteiger eigentlich sehr freundlich gemacht. Gebt Bescheid, wenn die Templer sich sammeln. Yusuf und ich sind dann bei der Bazarfeste. Nehmt eine Fähre über den Halic. Es ist der schnellste Weg auf die Halbinsel. Wow. Gut, jetzt holen wir uns noch den Aussichtspunkt. Obwohl, hier steht doch einer. Nee, da ist keiner. Da müssen wir irgendwie hoch. Aber wir kennen uns ja aus. Wir wissen ja, wie es funktioniert. Einmal rum und einmal hoch. Sehr schön. Ist da oben noch irgendwas drauf? Nein. Keine weiteren Animus-Datenfragmente, aber immerhin dieser Aussichtspunkt. Wunderschön. Wunderschön. Da könnten wir jetzt runter. Wollen wir das? Und wenn ja, was finden wir da unten? Das ist die Frage aller Fragen. So, hier soll irgendwas sein. Ein Zeichen der Assassinen. Ah, ich glaube, von hier aus kommen wir auch nach Hause, oder? Ja, kommen wir. Gut. Da kommen wir wieder raus. Wo sind wir hier? Nein, das sind irgendwelche Assassinenverstecke. Jetzt merke ich das erst. Verzögerungshülsen? Salpeter? Wir haben überall Orte, wo wir uns verstecken können. Nice. Wo geht's hier hoch? Du willst da gar nicht hoch, oder? Nee, das ist einfach nur für schick. Gut. Gucken wir uns draußen um. Ich sehe schon, da vorne ist ein Schmied. Eventuell gibt es wieder ein neues Rüstungsteil, weil wir irgendwas abgeschlossen haben. Nee, den müssen wir freischalten. 936, um ihn zu renovieren. Ja. Jedes Mal, wenn Sie ein Gebäude oder ein Wahrzeichen renovieren, steigert sich Ihr Einkommen. Besuchen Sie eine Bank, um die Gewinne abzuheben. Einkommen ist nun auf 1625. Ich habe tolle Metallarbeiten hier. Hat jemand meinen Assistenten gesehen? Zwei von 15 Schmieden renoviert. Wir können endlich Waffen kaufen. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Bart, Axt. Kleine Waffen, kurdisches Jambia. Aha. Armbrust. Auch nett. 18.768 durchgestrichene A's. Später. Viel, viel später. Wir brauchen dafür sehr, sehr viel Geld.
Und unter anderem bekommen wir das ja durch die Bank. Nur erstmal müssen wir eine Bank finden. Vor allem, wo befinden wir uns gerade? Das ist die Frage. Hier ist noch was zum Freischalten. Ein Doktor, Dottore, wie er so schön hieß, in Rom. Und die Bank würde ich ja zu gerne freischalten, aber da fehlt noch einiges an Geld. Aufschlaghülse? Warum gibt's kein Geld mehr? Wenn man in so eine Kiste reinguckt, das ist so gemein. Ich will jetzt nicht die Leute bestehlen. Auch wenn ich glaube, dass es zurzeit noch keinen Ruf gibt. Doch, gibt es. Ich sehe es, oben links. Unser Assassinensymbol hat einen roten Kreis. Und wenn der sich gefüllt hat, beziehungsweise ein rotes Viereck, wenn der seinen Rahmen voll hat, dann werden wir wahrscheinlich gesucht. Dann wird das Leben wieder unerträglich hier in der Stadt. Wir laufen gerade an Wachen vorbei, die sich nicht sonderlich für uns interessieren. Da haben wir Söldner. Gut. Ah ja, immer hoch. Da vorne ist der nächste Auftrag. Den werden wir auf jeden Fall machen. Nee, hier oben habe ich wirklich nichts verloren, deswegen verschwinde ich auch. Ich hoffe ja noch irgendwo ein Animus-Datenfragment zu finden, denn ich glaube, es war doch so, dass wir 4 haben, oder? Sehe ich da hinten eins? Nee. Muss doch noch irgendwo eins sein. 4 von 5, das ist doch so gemein. Hier vielleicht auf einem der Schiffe? Nee. Wupp, nochmal hoch. Und jetzt rüber. Hui. Sehr schön. Nee, nichts weiter. Schade, schade, Schokolade. Wir werden jetzt also mit dem guten Mann hier vorne sprechen. Doch zuvor gucke ich mal kurz hier hin. Denn da sind wieder so eine Häuser, die wir aufkaufen können, wo wir irgendwelche Kurtisanen reinstecken oder Söldner, sowas zumindest in Brotherhood. Wie es hier ist und was wir hier bekommen, das werden wir wahrscheinlich erst später herausfinden. Ich spreche mal kurz mit ihm, dass wir speichern, wo wir sind. Hier scheint ein möglicher Patient zu sein. Ja, natürlich. Apothekenbedarf. Medizin. Kaufen wir einmal. Ja. Können wir immer wieder gebrauchen. Schnell wirkendes Gift brauchen wir nicht. Und was war das mit Komponenten? Das muss ich mir nochmal angucken. Ja. Nicht so viel reden, einfach mal machen. Komponenten. Salpeter und Stinkdrüsensekret. Ach. Und wir bauen die dann bei ihm zusammen. Nein, sehr geil. Okay, Salpeterbomben und Stinkdrüsensekret. 3 von 25, 15 von 25. Aha. Wirklich kaufen? Nö. Ah, nee. Wir kaufen das dann auf. Nö, da sammle ich lieber weiter. Na gut, vielleicht später. Ja, vielleicht später. Wir sehen uns also im nächsten Part wieder, wenn wir den nächsten Auftrag annehmen. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Überhaupt aufs ganze Spiel. Ich freue mich drauf. Bis nachher.